Der Örksfjord. Dieses Revier im Norden Norwegens ist bekannt für große Rotbarsche und seinem außerordentlichen Vorkommen an Heilbutten. Wir vom Team Diver wollten für die Saison 2023 neu entwickeltes Angelgerät testen. Wir hörten von Angelreisen Hamburg, dass die Anlage am Örksfjord komplett renoviert wurde. Neue Boote wurden angeschafft und ein Filetierhaus gab es nun auch. Also starteten wir ins Abenteuer Örksfjord. Von München geht es mit dem Flugzeug zum Hauptstadtflughafen Gardermoen bei Oslo. Von hier aus geht es weiter in den hohen Norden zum Flughafen Alta. Mit dem Leihwagen ist es eine Dreiviertelstunde zum Örksfjord. Im hohen Nordnorwegen sind die Straßen eng und die Tunnel einspurig. Und wir hatten das Glück, von der Mitternachtssonne am Örksfjord begrüßt zu werden. Du bist der Jüngste an Bord, du warst hier noch nie, du hast die Ehre, das an Bord zu tragen. Nimm, ne? Muss mal die Kräfte schon. Immer schön vorsichtig mit dem Gerät umgehen. Und du weißt, als Erster geht immer der Kapitän an Bord. Ne? Moritz, dein erstes Mal in Norwegen, gerade hier oben im Norden, ist natürlich ein Traumrevier. Und wir haben natürlich die Absicht, unsere Produkte zu testen. Du bist Routenentwickler bei Diver. Mal sehen, was wir noch verbessern können an unserem hervorragenden Gerät. Wir fahren hier gezielt auf Rotbarsch und Heilbutt angeln. Und da fahren wir natürlich auf 200, 250 Meter 50 Wassertiefe. Da wirst du schon mal sehen, wie es abgeht und ob unser Gerät hält, was es verspricht. Ja, ich bin schon total gespannt. Bin vor allem gespannt drauf, wie die Bissanzeige funktioniert mit den Routen auf die großen Tiefen, wie sich die Tanakoms schlagen, auch im Drill. Also es wird eine tolle Erfahrung für mich. Ich bin echt gespannt, ob was geht. Also wir dampfen jetzt raus und dann erklären wir das Gerät nochmal und dann hoffe ich, dass wir gleich bei dicker Rotbarsche vor die Kamera halten können. Ja, natürlich genial. Zum Rotbarschangeln brauchen wir Köder. Das ist normalerweise hier in Norwegen kein Problem. Hier stehen überall Seelachse. Also du lässt das runter und dann wirst du gleich dein blaues Wunder erleben. Aber nicht einfach plump runterfallen lassen. Immer durch die Finger laufen lassen, die Schnur, und immer stoppen. Denn die Fische stehen in allen Wassertiefen. Kann sein, dass die schon bei 3 bis 5 Meter anfangen zu beißen. Okay. Also nicht gleich bis zum Grund durchsacken lassen. Wunderbar. Echolot ist ja voll. Sieht relativ vielversprechend aus, das Ganze. Dann zeig mal, was deine Hute schaut. Ja, Köderfische sollte sie doch aushalten können. Dann bin ich mal gespannt. Immer nur die Schuhe schon durch die Finger laufen lassen und zwischendurch immer mal stoppen. Okay. Ja, und jetzt wird eine Hunde zufrieden. Tipptopp. Nur ein Köder. Egal. Wir brauchen nicht allzu viele. Das geht am besten zu zweit. Du brauchst nur die Rute rüberheben, ich mache den Fisch ab. Doch, wunderbar. Dann kannst du gleich wieder runterlassen. Moritz, der Vorteil bei unserem neuen Diver Rotbarsch-Vorfach ist, dass du das absolut drallfrei zum Grund runterbringst. Das vertüdelt nicht. Wir haben früher immer das Problem gehabt bei den herkömmlichen Rotbarsch-Vorfächern, das kam oben hoch, was weißt du, das sah aus wie ein Kälberstrick. Und dieses Fisch tatsächlich sauber, bringt den Köder absolut drallfrei zum Grund. Als Besonderheit
haben wir hier auch sogenannte Zirkelhooks eingesetzt. Diese Haken haben den Vorteil, der Rotbarsch hakt sich selber. In großer Tiefe, wenn du den Biss merkst, du brauchst nicht anschlagen, denn wir hoffen immer darauf, dass wir ein volles Haus kriegen, 6 Stück. Also die haken sich selber und dadurch, dass sie so schön stabil sind, kann sie sich auch nicht das Loch immer größer machen und können nicht aussteigen unterwegs. Also das ist auch eine Gefahr beim Rotbarschfischen. Jetzt zeige ich dir nochmal, wie man den Köder montiert. Gib dir wieder mal ein. Beim Köderfischen achte ich immer darauf, dass der Schwerpunkt, also das dicke Ende, immer weg ist, sonst zertrallt das leicht. Und dann immer nur den Haken einmal mittig durchziehen. Das sind schöne scharfe Haken, da brauchst du gar nicht so einen Druck machen. Und dann einmal umdrehen und dann noch einmal durch. Und dann ist schon, ist der Köder praktisch fertig, schiebt sie hier ein bisschen hoch. Und was ganz wichtig ist, immer Hakenspitze frei. Die Hakenspitze muss ständig frei sein. Und dann hoffe ich, dass wir beim ersten Mal runterlassen gleich ein volles Haus kriegen oder zumindest ein paar Rotbarsche, damit du siehst, wie das funktioniert. Ja, wäre super, gleich mal so einen roten Brummer zu sehen. Ja, deswegen sind wir ja hier oben nach Norwegen gefahren, Junge. Ne, du musst aber sehen, dass wir ein paar Fische fangen. Diese Rotbarschfächer sind ja relativ lang, deswegen ist das besser, wenn man die zu zweit das erste Mal einsetzt. Nicht? Also, am besten ist natürlich mit dem Gewicht anzufangen, erstmal das Gewicht runterlassen und dann langsam runterlassen. Und nie die Rute, einer muss dann die Rute in der Hand halten oder die Rute muss man sichern. Wir angeln ja mit relativ schweren Leinen, also 1000 Gramm. Und da sind 6 Haken dran, da ist schon ein gewisser Druck drauf. Okay. Moritz, lass das Gefühl von runter. Einer am anderen, dass sie sich nicht verändern. So, jetzt kannst du loslassen. Alles okay, das ist los. Wir sehen hier schön in der Strömung. Jetzt kannst du sehen, wie die schön sich ausdrehen. Also da kann sich gar nichts vertiefen. Ich kann die ersten 3 Haken sehen. Und jetzt lasse ich sie einfach zum Rund sausen, 1000 Gramm. Ich kann den Motor zur Hilfe nehmen, aber bei dem Gewicht brauche ich das nicht. Ich weiß immer, wie tief das ist. Wassertiefe, Tobi? Also ich lasse jetzt runter, bis ich Grundkontakt habe und dann drehe ich aber gleich ein Stück hoch. Also ich lasse nie das Blei auf dem Grund schloren, also ganz unten lauern oft die Lumpen. Also es ist besser, immer ein Stück über den Grund zu fischen auf Rotbarsch. Wie viel Abstand fischst du bisher zum Boah, teilweise 5 Meter. Ne? Wir haben ja das Vorfach, du hast ja so ein langes Vorfach. Es gibt Experten, die knoten sogar 2 Vorfächer aneinander, um die Wassersäule abzufischen. Ne? Also die Rotbarsche stehen auch oft ein Ende über dem Grund. Wir haben relativ viel Strömung heute. Es gibt immer eine Phase, was du, wo du so ruhiges Wasser hast. Die sind natürlich ideal zum Rotbarschfischen. Wenn du harten Strom hast, dann solltest du lieber auf andere Fische angeln. Rotbarsch braucht so ein bisschen, dass da nicht zu viel Drift drauf ist. Horst, du fischst ja hier die neue Sealine Extreme Interline in 30 bis 50 Lips. Bist du zufrieden mit der Route zum Rotbarschangeln? Absolutes Traumgerät. Guck mal, ich angle hier jetzt mit 1000 Gramm Blei. Ich habe 6 Haken dran mit Fischfetzen geködert. Und die Spitze arbeitet richtig schön sensibel. Ich merke sofort, wenn wir jetzt treiben und es wird flacher, ich komme an den Grund, kann ich sofort reagieren, ein Stück höher drehen. Also ich fische diese Inline-Routen ja schon seit einigen Jahren. Und ich bin da absolut von überzeugt, fürs Meeresangeln gibt es meines Erachtens nichts Besseres. Also was diese Routen schon geleistet haben. Und du siehst selbst diese 1000 Gramm. Die Rute arbeitet ständig, die nimmt jede Bewegung Druck auf. Ja, Wahnsinnsdruck drauf, nicht? Aber du kannst die Rute einfach nicht überbelasten. Gerade für diese schwere Fischen, Tiefseefischen, wir fischen teilweise auch mit 1200 Gramm, 1400 Gramm, damit wir schnell an den Grund kommen und auf die Position kommen. Und das kannst du der Rute ohne weiteres zumuten. Du kannst das Gerät einfach nicht überbelasten. Was für eine Schnurstärke würdest du empfehlen? Also weil wir in großen Tiefen fischen, da bin ich so, würde ich sagen, eine 22er, 24er, die auf Sicherheit gehen, können auch mal eine 30er fischen. Aber wir fischen ja mit modernen, geflochtenen Schnüren, diese 8-fach J-Berät von Diver. Und die brauchst du nicht so dick fischen, die macht alles mit. Und du musst auch immer davon ausgehen, du kannst ja mal einen Hänger kriegen und dann muss auch irgendwas sich lösen können. Denn irgendwann muss dann vielleicht mal was abreißen. Und du hast, wenn die Schnur nicht zu dick ist, hast du auch nicht diesen Schnurbogen. Du kannst viel besser darauf reagieren. Mammuts, also ich hatte jetzt gerade 220 Metern Biss in dieser großen Tiefe. So, dank dieser sensiblen Hute merkst du jeden Zuppler. Ja, also, schön gesehen in der Spitze. Ist also eindeutig ein Biss. Ich bin natürlich jetzt gespannt wie ein Zwitzbogen, ob ich dir den ersten Rotbarsch hier präsentieren kann. Oder in der großen Tiefe können natürlich auch andere Fische beißen. Da kann natürlich mal ein Lump beißen, der von uns nicht so begehrt ist. Das kann mal ein Lenk beißen. Und natürlich auch Haie, die es hier gibt. Die muss man natürlich wieder schon zurücksetzen. Die sind geschont. Aber ich lasse die jetzt vom Motor hochholen, ganz langsam, weißt du, damit der Fisch eventuell auch noch eine Chance hat, den Druckausgleich zu schaffen. Also, und nicht, dass er irgendwas die Trommel durchkriegt. Du siehst, der wehrt sich nochmal. Die Schnur geht relativ schräge weg. Also, ich hoffe, wenn er nachher das große Flattern anfängt, dass die bis an der Oberfläche die Rute immer noch zittert, dann besteht die Gefahr, dass das ein Lump ist. Aber ich gehe mal davon aus, dass es ein schöner Rotbarsch ist. Das
So, Moritz, die Spannung steigt. Wir haben noch 20 Meter. Also die Schnur läuft richtig schön schräg weg. Also ich hoffe, dass das ein Rotbarsch ist. Also alles spricht eigentlich dafür. Hinten hat man schon gesehen. Hast du diesen gesehen? Aber ich habe Blasen. Ich habe keine Farbe gesehen. Blasen ist ein schlechtes Zeichen. Das ist ein Rotbarsch. Da ist er ganz rot. Jawohl! Habt ihr noch Fragen, Jungs? Super. Rotbarsch angeln live, so wie es sein soll. Super. Wenn der Captain auf den richtigen Spot fährt. Also ehrlich. Und der richtige Angler hinter der Route sitzt. Weißt du, ist doch geil, Moritz. Alter, Zielfisch. Und er guckt dir mal den Löwen an. So, Moritz, du hast das Ehre, ihn über Bord zu heben. Auf dem obersten Haken, kann man sehen, die stehen höher. Na Moritz, habe ich zu viel versprochen. Erste Drift, erste Mal runterlassen und gleich so einen Rotbarsch. Da träumen andere Angler ihr ganzes Leben von und du erlebst sowas hier live am ersten Tag mit uns. Was für ein Glück. Das ist absoluter Hammer. Das ist ein Ochse. Mann, Mann, Mann. Halt ihn mal weiter vor. Da freue ich mich, weißt du. Wenn man die Größe mal richtig sieht, dann kann man auf die Kamera. Wenn man einmal einen Rotbarsch gefunden hat, dann muss man natürlich nicht die Position merken. Die Fische treten meistens in Schwärmen auf und es ist nichts Außergewöhnliches, dass man da auch mal 3, 4, 5 oder ein Vollhaus hat. Nun kommt es auch immer noch auf die Größe an, aber für die Küche sind die natürlich ein Hochgenuss und gerade hier oben im Norden ist das natürlich einer der wohlschmeckendsten Fische. Noch Fragen? Schloss. Oh, da muss ich halt der Matsch nämlich anstrecken. Und ihr seht, wow. Die Mission war, Rotbarsche zu fangen mit unseren neuen Vorfächern. Und auf Anhieb geklappt. Besser kann es gar nicht sein, Leute. Und dann gleich solche Löwen. Absoluter Hammer. Und ihr seht, alle schön tüdelfrei. Also, zwei richtige schöne Prachtkerle. Die werden uns heute Abend schon mal zum Abendbrot schmecken. Denn es gibt nichts Besseres als schön frisch gefangenen Rotbarsch. Lecker. Und ihr seht, die Zirkelhaken sitzt hier vorne im Maul. Der Fisch kannst du nicht verlieren. Absolut traumhaft. Ist schön, wenn ein Plan aufgeht. Ja, ja, jetzt hier auch. Hier, ein kleiner Steinbeißer. Der hatte Hunger, der Junge. Der hatte richtig Hunger, der Junge. Na gut, ruckt der schön? Ja. Zuckt richtig? Zuckt richtig. Ja, Lump. Schöner Lump. Ja, da ist ein Rotbarsch. Lassen wir uns überraschen. 180 Meter haben wir noch. Petri Moritz, du bist wirklich ein Glückskind, nicht? Petri, dank. Dann erster hier. Rotbarsch, gleich so ein Koffer. Da beneiden dich manche Angler drum was. Also manche haben ja ein Anfängerglück, was, aber das kommt ja nur, wenn du mit Experten unterwegs ja, bist. Ja, selbstverständlich. Team Diver bringt's, gell? Und die Vorfächer, du siehst, nicht ein Vorfach vertüdelt, kannst gleich wieder so weiter mitfischen. Also die haben ihre Feuerprobe bestanden, also ein wirkliches Top-Gerät. Ja, auch die Tanacom arbeitet da souverän. Die Winde stehen rauf aus der Tiefe. Ja, du hattest schon die Hoffnung aufgegeben, er war nicht mehr da, aber was, die Fische sind ja tot. Ja. Und die treiben dann nachher auf. Die können nicht mehr kämpfen, weil die treiben die einfach auf. Ne? Das ist natürlich super mit der Tanacom, wenn man dann aufs Gas geht und die Schnur einholen kann, ohne da ein Problem zu bekommen. Da kriegst du deine bayerische Familie von satt. Ja. Da kannst du dir auch Leute einladen zum Rotbarsch angeln. Essen natürlich. Moritz, hättest du davon geträumt? Erste Mal Norwegen, 4 Rotbarsche, Kiste voll. Unglaublich, ne? Also dass mich so ein Ausnahmetrip erwartet, habe ich natürlich nicht damit gerechnet. Ausnahmetrieb, das ist für uns Normalität. Ja gut, ihr seid Profis in Norwegen, da ist das was anderes. Nein, also es freut mich, dass das so gut geklappt hat. Was hat alles wirklich wunderbar funktioniert, die Vorfächer stehen, das Gerät funktioniert. Also das sind Angeltage, die sind unvergesslich. Und das Wetter passt, das ist absolut ja auch ganz wichtig natürlich hier im hohen Norden. Jetzt hat allmählich der Flugstrom ein und wir hoffen jetzt natürlich den einen oder anderen Haibock zu fangen.
Da zeige ich dir mal meinen absoluten Favoriten, das ist mein Lieblingsköder. Der hat mir jetzt schon 5 Heilwurz gebracht und du siehst, der ist schon ein bisschen lediert, aber immer noch fängig. Ne? Also ein absoluter Heilwurz-Magnet. Die Dinger werden ja immer mit so einem Ersatzgummi geliefert. Das kann mal vorkommen, dass der eine oder andere den Schwanz abbeißt, weil dann hast du hier in der Verpackung immer noch ein Ersatzgummi und kannst ihn neu montieren. Und wie gesagt, der Zusatzdrilling oder Angsthaken wird mitgeliefert, den kann man hier wunderbar montieren. Schöne stabile Haken, also das Ding ist wirklich eine Fangmaschine, hat schon unheimlich viele Heilwurze gefangen. Ich habe gesehen, dass du den an mit einem Sprengring und einem Wirbel montierst, das ist ein besonderer Grund. Naja, dann dreht er sich schön auf, wenn erst die Heilwurze von hinten kommt und er beißt genau auf den Drilling, dann kann er sich wunderbar ausdrehen, denn die Fische kämpfen ja. Das wirst du mit dem Rotbarsch bis hier vergleichen können. Ich hoffe, dass du gleich mal das Zittern in der Rute spürst. Also wenn da richtig ein Heilwurz reinfliegt, dann wirst du den Vorteil schon sehen, wenn die ganze Montage sich ein bisschen aussehen kann. Und auf Besonderheit, wir nehmen hier auf nie Karabine. Wir montieren das immer mit dem Sprengring auf dem Körnchen. Das Ganze ist stabil, kann sich nicht aufdrehen, kann nicht kaputt gehen. Also das zeigt die Erfahrungswerte. Nun haben wir immer zwei Möglichkeiten. Wir können entweder mit der Wurfrute, also mit der Stationärrolle, wie du es ja von zu Hause kennst, wunderbar angeln, oder eben mit der Multirolle. Ich favorisiere mehr die Multirolle, die hat den Vorteil, du hast immer den direkten Kontakt zur Schnur. Das kann ich dir aber mal zeigen, wie das dann funktioniert. Wir brauchen zum Heilwurz eine Strömung. Und wenn wir keine Drift haben, dann ist die Stationärrolle von Vorteil, weil du den werfen kannst und fängst einen größeren Radius ab. Aber wenn wir Drift haben, dann lassen wir einfach nur unsere Zauberköder zum Grund absenken und dann nur ganz langsam, also wirklich langsam hochleiern. Das ist einfach monotones Leiern, machst mal zwischendurch einen Stopp, drehst wieder ein bisschen weiter und wirklich hochdrehen. Also wenn wir jetzt in 30 Meter Wassertiefe fischen, kannst du ruhig mal bis 10, 5 Meter gucken und immer mal gucken. Es kommt manchmal einer hinterher. Das Phänomen ist eigentlich, die Heilwurz beißen oft im Mittelwasser, also nicht immer ständig am Grund, wie du das vielleicht zu Hause von der Ostsee oder ähnliches kennst. Du musst den Köder immer ein bisschen in Bewegung halten. Entweder mit der Stationärrolle oder mit der Multirolle. Mal sehen, was dir besser gefällt. Wir probieren es jetzt gleich aus. Okay. Wie verhalte ich mich bei einem Biss? Soll ich direkt einen Anhieb setzen? Nein, überhaupt nicht. Also wenn der Heilwurz beißt, weißt du, das merkst du sofort. Weißt du, man sagt doch, die Heilwurz-Pippe, da kommt gleich Trick auf die Route. Dann, wenn du merkst, da geht, dann kannst du immer quittieren. In der Regel haken die sich selber und fegen ab. Was wichtig ist, dass du die Bremse vernünftig eingestellt hast. Das ist generell wichtig, weißt du, dass bevor die Schnur oder irgendwas kaputt geht, der Fisch eine Flucht machen kann. Hier im Meer gibt das kein Hindernis, da kann sich der irgendwo verstecken, nicht hinterhaken. Nee. Und das ist doch Musik in unseren Ohren, wenn die Schnur rückwärts läuft und die Knarre singt. Ich habe schon gesehen, das Gerät ist auf große Belastung ausgelegt. Was für Schnurstärken würdest du empfehlen als Hauptschnur? Also ich habe generell, mein Vorfach ist mindestens 0,8 oder 1 mm dick. Also die Fische kennen hier keine Scheu. Und man muss immer davon ausgehen, wir schalten generell ein monofiles Vorfach vor. Ein monofiles Vorfach, so mit der 50 Länge, weißt du, dass du noch einigermaßen gut werfen kannst, dass du nicht jedes Mal die Schnur in den Spitzenring reindrehst. Und dann kommt da hinterher eine gute 20er, 24er geflochtene Hauptschnur, reicht vollkommen aus. Und das alles schön zusammen abgestellt, immer die Bremse kontrollieren, dass wir für Schnur ziehen, wenn er will, was wir in die Heilwurz kämpfen immer noch mal. Auch wenn du meistens hast ihn schon am Boot, machen die meistens noch eine Flucht und das ist vom Vorteil, wenn er dann nochmal abziehen kann. Aber das wirst du schon gleich merken. Du kannst mit so nicht anders als reagieren, der Fisch bestimmt, was du machst. Okay. Der holt dir die Rute runter und du kannst eigentlich nur halten und versuchst dann zu pumpen und ihn hochzubrillen. Ja, ich freue mich drauf. Das kann ich dir. Double Hook. Machst du es auch rein? Ja. Na? Ausgestiegen. Ein Schauspieler. Ich hatte Biss. Ach, hör auf, Nervenbisse. Mach hier mal. Jetzt ist er drauf. Was? Schauspieler. haben wir Jungs, also was hier abgeht. Na Moritz, was sagst du? Ah, geiler Fisch. Ja, der Drill macht richtig Spaß. Krumme Rute an dem leichten Pilkgeschirr. Grand Wave Pilk in der Travel Edition mit der BG Monocoque. Das richtige Geschirr, um Spaß zu haben beim Heilwurzangeln.
drauf. Da merkt man erst, wie wichtig das ist, dass die Bremsen sauber arbeiten von so einer Rolle. Und du brauchst noch ein bisschen, ich will mal zu Horst rübergehen. Ja. Also Leute, was hier abgeht. Also in kürzester Zeit haben wir jetzt jede Menge Hypo-Drills, Jungs, und die verlangen vom Gerät wirklich alles. Also wir testen hier unsere Routen, Schnüre und Köder. Ist einfach fantastisch. Einfach fantastisch. Was denn? Kommt er? Ja, da kommt er. Da hängt ganz Seidern. Ganz vorne. Das kann man jetzt gleich wieder schön in die Tiefe lassen. Kein Riese, aber Heilbronn. Horst war da oben? Wahrscheinlich die gleiche Güte. Gleiche Italiener. Ja, aber auch Heilbronn. Auch noch mal kleiner. Da kann ich jetzt ja, aber also untermaßiger, ne? Aber Heilbronn ist Heilbronn. Und wir kämpfen, das ist eine wahre Freude. Ne? Und ihr seht auch wieder auf dem Angsthaken. Also diese Köder werden ja komplett mit Angsthaken geliefert und das hat seinen Grund. Also die Dinger sind absolut Fanggranaten. Ne, aber den können wir jetzt schon zurücksetzen. Ich trinke gleich Wasser aus. Ja, klar. Okay. So, der hing auch wunderbar. Haken hat sich schön lösen lassen. Dann darf er auch wieder zurück. Herrlich. Ist alles los? Wir haben jetzt gerade 5 Minuten hier auf Heilbronn angefangen. Erste Drift. Ja, stieg gleich hier so ein 25 Kilo, 30 Kilo Fisch ein. Wunderbarer Drill. Ja, hat wirklich traumhaft, gell? Hat wirklich nicht lang gedauert. Geiler Fisch. Absolut, und wie schön der gewachsen ist. Ja, also wunderbar, fettes Fleisch. Aber der Kamerad darf gleich wieder zurück ins Wasser. Wir nehmen lieber die Kleinen mit, die schmecken viel besser. Und lassen den nochmal für Nachwuchs sorgen. Ja, Traumfisch. Super Start, guter Kapitän, gell? 5 Minuten in der Drift und zack, gleich der erste Klopper drauf. Ja. Eine süße Last. Aber wieder typisch, wir sind ein bisschen tiefer getrieben.
waren so fast bei 50 Meter. Dann habe ich langsam hochgeleiert, also typisch diese Heilburg-Geschichte. Und so 15 Meter über dem Grund kam dann das erlösende Signal. Wird nicht der Größte sein, aber ja, werde ich. Da kommt der Fistin. Jo, da ist er. Da ist er, der braune Bombe. Gibt sie auch größer, aber immerhin. Kein Riese, man freut sich. Herrlicher Biss, wunderbarer Drill. Und ist gerade so ein Boot knappmaßig. Die kann man wunderbar in der Küche verwerten. Lassen wir uns heute Abend schmecken. Yes! Ja, Tobi, super! Ja, super, wenn ein Plan aufgeht immer, gell? Wahnsinn! Bitte! Oh, also, Petri! Ein Rot war schöner als der andere, ne? Hauptsache auch ein bisschen kleiner als meiner. Unglaublich, schau. Kriegst du hier ganze Faust rein in das Maul. Unglaublich. Und die Zirkelhucken. Zirkelhook auch wieder bestens eingehakt. Super. Aus der großen Tiefe kommen die Jungs so sauber hoch hier, weißt du, ne? Petri! Moritz! Moritz! Der Timer hat wieder zugeschlagen. Hättest du das gedacht? Nächste schöne Rotbarsch. Also ich ehrlich, wir sind schon so viel unterwegs und jedes Mal hast du wieder die zündende Idee, du stellst dich hin, nimmst unsere Ishidai, lässt deine Montage zum Grund, hast vorher schon mal einen Wahnsinnsbiss gehabt und auch nicht später, ich habe genau gesehen, wie du den Biss gekriegt hast, holt die Kirche des Tages hoch. Und dann manuell kommt schon eine Bombe zu Tage. Und der nächste ist hinten schon im Dreh. Und der Gerät gleich geht in die Knie hier. Also das zündet. Absolut. Hier sind Monsterbarsche, wa? Also es war Wahnsinn. Also, du denkst in der Zeit lang passiert gar nichts und überschlagen sich die Ereignisse. Also Leute, das ist Angeln pur. Das ist super hier. Okay. Wie viel Meter hast du? Während wir Arne noch gerade seinen Fisch beglückwünscht haben, ist hier schon der nächste eingestiegen. Unglaublich. Wenn man die Stelle mal richtig erwischt, kann man auch von den Bullen mal gleich zwei, drei mehr haben. Ja, man weiß ja nie die Spannung, was in dieser großen Tiefe Wasser beißen kann. Man hofft natürlich immer auf große Rotbarsche. Manchmal kann man auch Pech haben, ist ein Lump. Aber man kann auch mal ein paar mehr fangen. Also das ist eben die Geschichte. Wir gucken jetzt sehnsuchtsvoll auf unser Angelgerät. Wenn das ein richtig schöner großer Fisch ist wie bei Arne, dann sieht man schon, dass die Schnur so schräge weggeht. Und dann kommt manchmal 15 Meter hinter dem Boot, kommt er dann hoch, dann sieht man das. In der Sonne, wenn er aber so senkrecht bleibt, dann ist das meistens was anderes. 18 Meter. Die schönen Schuhe, der Fisch geht nach hinten ins Heck. Da ploppen gleich die Möwen aus. Da ploppen gleich die 5 Hochbarsche auf. Ja, hat auch ein dickes Ding. Ja, oh, so schön beim Heck. Oh, yes! Los, so eine Keule. Oh, hör auf, Leute. Ja. Petri, Tobi! Wow. Ja, noch so ein Monster. Wahnsinn! Was für Fische! Unglaublich! Schön! Schöner Biss! Herrlich, wie die draufknallen! Ding, Tobi? Ja, super Fisch drauf. Oha, ja, der geht ja ordentlich. Schöner Fisch, Tobi. Super Fisch, super gekämpft. Wieder auf Gummi. Curly Tail, D-Wolf, super. Also Leute, der D-Wolf ist ein Fanggarant. Den kannst du auf Heilbutt, es gibt für mich keinen besseren Köder. Ich war jetzt gerade erst vor 10 Tagen in Norwegen, habe damit gefangen und heute liefert er auch wieder. Einfach fantastisch.
Also Wahnsinn, was wir hier erleben, Tobi. Da haben wir Put Nummer 17, glaube ich. Ja, in 3,5 Angeltagen, Put Nummer 17. Das ist Wahnsinn. Unglaublich. Und ja, dann, man muss schon Bayer sein, der Fisch, ich habe eindeutig den Biss gesehen, dann war er schon aufgestiegen. Da hat er selbst nur sich nochmal am Schwanz gehakt. Also ehrlich, das Glück ist manchmal auch mit den Doofen. Aber sei dir gegönnt. Petri, ja? Jo. Ja, was wir hier erlebt haben, ist Wahnsinn. Wir sind jetzt 3,5 Tage hier, es wird er verschlechtert. Wir wissen nicht, ob wir morgen nochmal rauskommen. Aber wir haben unsere Kisten voll. Also wir haben Fisch genug und das ist absolut der Hammer. Und alles Edelfische. Wir nehmen jetzt praktisch nur Rotbarsch und Rutschfilet mit nach Deutschland. Da winkt er nochmal. Mensch, Moritz, Ihre Bayern macht mich ja wirklich nass hier. Bayerische Co-Produktion. Erst hat Tobi einen vorgelegt, 5 Minuten später schlägst du dazu und holst auch einen raus. Ich sage, am wenig gefällt mir das, aber nicht mehr hier mit euch. Nee, super Leistung, freue mich für dich. Ja, so richtig schön Heilwort. So muss das sein, Dankeschön. Mir hat richtig Spaß gemacht. Ist auf den D-Wolf gegangen, hier auf 30 Meter Tiefe. Hat einen ordentlichen Fight geliefert mit einem schönen Endspurt vorm Keschern. War eine Riesennummer. Das sind schon Kampfmaschinen, dieser Heilwort. Brutal. Ein einziges Muskelpaket. Und wir verbessern die Statistik. Nummer 18. Die Wolf geworfen. Und wieder ist ein schöner Butt draufgegangen. Kein Riese. Der wievielte Tobi? Nummer 20. Bayern mich hier heute Nachmittag nass gemacht haben, ein Heilwurm nach dem anderen vorgelegt haben, habe ich jetzt in kurzer Zeit gekontert. Erstmal einen kleinen untermaßigen und jetzt zum Abschied nochmal vernünftigen. Das Werden, der rauskommt, ist das, glaube ich, unsere Nummer 23. 22, wenn ich richtig gezählt habe. Und dann soll es für heute auch gut sein. Jetzt müssen die Jungs auch noch im Fell hauen und Landfallen machen, die wir mitnehmen. Aber also die ganzen Angelverrückten kennen ja kein Pardon. Ist das herrlich, Leute. Wenn man so einen Fisch fängt, den man nicht ohne weiteres hochdrehen kann, freut sich doch jedes Anglerherz. Ach, guck mal hier, die Bayern können mir den nicht. Du stellst den die Schnur bei mir. Nee. So fischgeil, weißt du, kenn das ist ein Dorsch. Dorsch? Oh, was für Dorsch. Dorsch. Die werden natürlich auch gerne genommen. Richtig schöne, feste Dorsche. Also hier gibt es nicht nur Rotbarsch und Heilwurm, gibt natürlich auch richtig schöne, stramme Küchendorsche. Guck mal, wie der den Köder weggenagelt hat. Die haben sie einfach zum Fressen gern, zu den Wölfen. Nach dem Vergnügen kommt die Arbeit. Und wer muss die Arbeit machen? Immer die Alten. Die Alten müssen als erstes aufgepackt werden. Also Moritz, du bist ein Glückspilz. Dein erstes Mal Norwegen, gleich Norddeutwegen. Traumrevier, traumhafte Bedingungen. Besser geht's gar nicht. Wie hat's dir gefallen? Also ich muss sagen, dieser Oxfjord ist echt beeindruckend. Die Landschaft fantastisch. Wir haben riesen Fische gefangen. Also wir können uns wirklich nicht beklagen, dass hier nichts gegangen wäre. Ausnahmefische dabei gewesen, riesen Rotbarsche. Hat wirklich Spaß gemacht. Wir haben tolle Drills erlebt. Wir haben unser Gerät an die Belastungsgrenzen gebracht. Natürlich nicht darüber hinaus, weil dafür ist es ja konzipiert. Aber ich kann nur jedem empfehlen, achtet auf vernünftiges Tackle. Die Bremsen müssen ja super funktionieren, weil einfach da kampfstarke Fische zu erwarten sind. Aber der Angelspaß ist mit jedem Fisch einfach gegeben. Man muss immer sein Gerät so zusammenstellen, dass man den Fisch, den man fangen möchte, auch rauskriegt. Und wir hatten uns zur Aufgabe gemacht, Rotbarsch und Heilwurm zu fangen. Und das kann man hier quasi auf Bestellung. Also besser geht's nicht. Absolut. Stimme ich dir zu.